Hallo und guten Tag, guten Morgen und guten Abend. Ich will euch heute was zeigen in meiner Rubrik Der Anwalt verreist. Ich war letztes Jahr in Argentinien gewesen, in Chubut. Das liegt in Patagonien und zwar auf der Halbinsel Valdés. Halbinsel Valdés liegt, so zwei bekannte Orte da sind Puerto Piramides und Puerto Madryn. Die bilden so den Golf von Nuevo, heißt das ganze Ding. Das ist so eine eingekesselte Halbinsel. Ich guck mal, ob ich ein Bild finde, was ich benutzen darf. In diese Ecke kommen jedes Jahr bis zu 1000 oder mehr Glattwale, südliche Glattwale, sogenannte Südkaper, um da ihre Jungen zur Welt zu bringen, um die zu säugen, um die großzuziehen. Und dann, wenn die Kleinen groß genug sind, gehen die wieder raus aus diesem Golf und ziehen ihre üblichen Wege. Und ich war da letztes Jahr mit meiner Familie im November, also 2022. Das ist eigentlich für die Glattwale schon ein bisschen zu spät. Da sind die meisten schon weg. Aber trotzdem kann ich euch ein bisschen was zeigen, ein bisschen Footage von einer Waltour, die wir gemacht haben. Wenn man früher dort ist, also so im August oder September, dann ist die ganze Bucht wirklich voll mit Glattwalen. Also wie ich gesagt habe, etwa 1000 Tiere, die man da sehen kann. Total cool. Allerdings ist das Wetter dann auch relativ kalt. November war ein ganz guter Kompromiss. Man kann noch Wale sehen, zumindest mit dem Boot. Und man hat schon relativ gutes Wetter, es ist relativ warm. Das ist natürlich eine gute Sache. Die Gegend an sich ist auch cool, da gibt es Orcas, Wale, Seeelefanten, Seelöwen. Man kann da mit Robben schwimmen, alles Mögliche, total cool. Also wie im Vorspann schon gesagt, im November 2022 war ich da mit meiner Frau und Tochter und das Ganze entdeckt über tatsächlich den YouTuber oder Meeresbiologen Robert Marc Lehmann. Danke Robert. Kenne ihn leider nicht persönlich, aber cooler Typ. Und er hat mich auf die Idee gebracht mit dieser Reise, weil er da mal ein Video drüber gemacht hat. Wie gesagt, heute zeige ich euch ein paar Ausschnitte von meiner Wahltour, die wir gemacht haben mit der Firma Ocean Spirits, hießen die. Das war super organisiert, Spitzenboot, nicht viele Leute auf dem Boot an dem Tag. Also echt ganz cool gemacht. Und ja, super. Schauen wir einfach mal rein. Das war hier eben kurz der Tourbetreiber. Jetzt sind wir schon auf dem Boot. Man wird da mit so Traktoren ins Wasser geschoben. Ist ganz lustig. Jetzt zur Waltour. Nach einer kurzen Zeit haben wir auch schon Delfine gesehen. Das sind hier so Schwarzdelfine oder sowas heißen die, glaube ich. Also total cool. Für mich immer ein bisschen schwierig. Wenn ich Delfine sehe auf einer Waltour, denke ich immer, oh je, das war es jetzt wieder, weil ich da mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Da hat man mir dann anstatt von Walen dann halt Delfine gezeigt, weil keine Wale da waren. Deshalb hatte ich schon ein bisschen Angst. Im Hintergrund auch die krasse Landschaft hier von Patagonien. Total cool. Total krass. Und jetzt haben sie schon den ersten Glattwal entdeckt. Südliche Glattwale werden so 15 bis 18 Meter lang. Also das hier ist ein Muttertier. Mutter mit einem Kalb sozusagen. Da sieht man links daneben das, jetzt rechts die Mutter und links das Kalb. Das Kalb vielleicht 5, 6 Meter lang oder sowas, also auch schon riesig. Hier die Riesenflosse, die man da hat. Hier. Sau gut. Und dann sind wir weitergefahren zum nächsten Wal. Der hat hier seine Flosse. Ich habe das leider nicht so gut drauf. Der hat seine Flosse aus dem Wasser gehalten und ist so gesegelt damit. Also unfassbar. Das sind ganz tolle Tiere und auch sehr, sehr interagierend mit den Menschen. Also nicht so wie jetzt Wale, die dann sofort untertauchen und tschüss, das war's. Sondern die bleiben wirklich da, die kennen das, die sind relativ verspielt, sind auch gerne an der Wasseroberfläche, also wirklich toll. Jetzt habe ich mal Fotos reingeschnitten. Hier waren die dann noch näher am Boot. Also wirklich toll. Wie gesagt, die Waltouren starten von Puerto Piramides aus. Wir waren da für 5 oder 6 Tage, haben da gewohnt. Da sieht man dann tagsüber auch immer die Reisebusse hinfahren, die kommen von Puerto Madryn.
Ich würde aber empfehlen, auf der Halbinsel Valdez tatsächlich zu bleiben. Dann ist man da viel näher dran, ist viel schöner. Puerto Piramides hat, glaube ich, ein paar hundert Einwohner, also ist wirklich nicht groß. Hier wieder Mutter mit Kalb. Diese weißen Teile, die man da sieht, das sind sogenannte Barnacles, also das sind so Parasiten, kleine Krebstiere, die sich auf der Haut der Wale festsetzen. Und hier sieht man das auch schön, wie lange die Wale einfach oben bleiben. Der atmet, der hängt da ab, der chillt, das ist total cool. Ich habe das gar nicht alles gefilmt, das hat eine Ewigkeit gedauert, wie die da. Also ich war dann wirklich so weit, dass man auch mal die Kamera weglegen kann und kann einfach nur schauen, weil man so viele Fotos und Videosachen gemacht hat. Ein bisschen schade ist, dass die nicht so aus dem Wasser gehüpft sind. Das ist, glaube ich, für die Wale auch nicht typisch, so die Buckelwale das machen. Da drüben hat man jetzt ein anderes Boot gesehen, die relativ vollgepackt waren. Also bei uns auf dem Boot war eigentlich Platz für vielleicht, ich sag mal, 40 Leute oder sowas, und da waren nur 12 oder 13 drauf. Also das war schon sehr entspannt, weil normalerweise ist es immer so ein Kampf, so, lass mich mal ein Foto machen und so. Und hier ist es echt super, ja. Und Rückfahrt. Also super cool. Ich erzähle demnächst drüber mehr, wenn ich noch mehr Videos über die Argentinien-Reise mache. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Hier sieht man jetzt, wie wir wieder aus dem Wasser geholt werden mit so Traktoren. Unfassbar. Unfassbar. Also, soweit hier mein kleiner Film über die Glattwale der Peninsula Valdez. So heißt das Ganze, in Puerto Piramides. Und wie gesagt, der Tipp kam von Robert Mark Lehmann. Er kennt sowieso wahrscheinlich jeder, schaut seine Videos. Meine schaut fast keiner, also trotzdem, er hat mich ein bisschen inspiriert zu der Reise, fand ich super, vielen Dank, und ist wirklich ein magischer Ort einfach. Ist ein ganz toller Ort, Puerto Piramides, kann ich nur empfehlen. Hinzukommen ist ein bisschen schwierig allerdings, aber darüber erzähle ich demnächst was. Bis dann!